Leute, ich werde heute noch eine zweite Zock-Session einlegen. Diesmal mit mit einem anderen Genre. Und zwar geht es um Little Nightmares. Ich habe mal ein Spiel gezockt, das nennt sich Unravel, glaube ich. Und das ging in die ähnliche Richtung. Also es geht halt von links nach rechts vom Bildschirm. Und da ist aber dieses Ding, dieser Horroraspekt. Ich habe jetzt eigentlich die Horrorspiele immer gemieden, weil es einfach nicht mein Spielstil ist. Weniger wegen Gruselfaktor, zwar auch, aber tatsächlich ist es eher, weiß ich nicht. Ich habe diesen Spielen nie was abgewinnen können. Da war Resident Evil dabei, da war Evil Within dabei. Und ich weiß jetzt gar nicht, was alles dabei war, aber jedenfalls ein paar Spiele. Und die haben mir alle nicht wirklich zugesagt. Und bei dem könnte ich mir vorstellen, dass es meinen Geschmack auch trifft. Zusätzlich habe ich ein bisschen an meinen Sound herumgeschraubt. Also ich hoffe mal, es passt für euch. Die Testaufnahme war ganz in Ordnung. Sollte das nicht passen, könnt ihr mir gerne auch auf YouTube Feedback oder hier im Chat, wenn ihr live dabei seid, geben. Jo, also, dann starten wir mal rein, würde ich sagen. Wie auch bei den anderen Games habe ich überhaupt keine Erfahrung, überhaupt keine Ahnung, was mich wirklich erwartet. Ich habe Gameplay eigentlich nicht gesehen, weil ich mir schon mal dachte, dass das Spiel mich interessieren könnte. Ich weiß gerade mal, man muss halt so ein bisschen. Ja, sowas wie Rätselpassagen lösen. Und mehr weiß ich aber eigentlich auch schon nicht. Moment, Moment. Ich muss vielleicht noch das Fenster einblenden, dann könnt ihr nämlich auch was sehen. Für euch ein, für mich ausblenden, bitteschön, Dankeschön. So, jetzt haben wir's. Bin schon gespannt, inwieweit das gruselig ist. Es geht übrigens um den ersten Teil. Es gibt ja zwei Teile. Den zweiten habe ich auch runtergeladen, aber ich schaue mir es wenn dann in der richtigen Reihenfolge an. Achso, ich kann mich schon bewegen. Ich würde mal erwarten, dass ich am Anfang die Steuerung lerne. Soll das so dunkel sein? Weil ich sehe ja fast gar nichts. Glaube, ich stelle jetzt wirklich einen Tick heller ein. Ich überhaupt. Oh! Okay, das Spiel gibt kein Tutorial, geil. So, ich kann springen, ich kann Feuer machen, allen Anschein nach. Hä? Okay, ich kann mich ducken. Was ist das?
meine, der hält irgendwie die Flamme, dass sie nicht ausgeht, aber sicher bin ich mir da auch nicht. Oh, die Schatten. Sowas liebe ich ja, wenn da so Wert gelegt wird auf die Lichtstimmung. Ach so. Hoppala. Macht Sinn, ja. Ja und? Kann ich nicht klettern? Na, mach aus das. Also diese Luke sieht offensichtlich einladend aus, aber bin ich zu blöd oder was? Oder was soll ich denn da jetzt? Kurz mal die Steuerung checken, weil sonst wird das eine lahme Geschichte. Greifen, da habe ich mal gedacht. Greifen, aber raus das. Aha, und jetzt kommt das Tutorial, weil ich zu lang brauche. Ich. Okay. Geräusche sind schon so, dass man eine angespannte Atmosphäre hat. Wenn das so riesige Ketten sind, sind wir wahnsinnig winzig. Hinten ist was. Ja, geht das? Das Spiel zeigt mir, ich kann allerhand Zeug nehmen. Hm.
kann irgendwie nichts davon schieben. Festgetackert. Ich muss doch da reinkommen, oder nicht? Das ist doch offensichtlich. Ach so. Ja, Kloberbär. Oh. Da hängt wer. Wie auch die Schwere vom Stuhl demonstriert wird, gefällt mir gut. So, hoch da. Achso. Ja, so ist das ein bisschen dumm. Es ist nur ein Spiel, aber ich bin tatsächlich ein bisschen angespannt gerade. Allein die Sounds machen schon was aus. Da sind Fingerabdrücke am Kühlschrank. Fuck. Wieso kann ich meine Flamme beschützen? Wie ging denn das so? Oder kann ich die Flamme gleich beschützen und das noch so ein Snorkel-Dings? Ein Blutegel. Ah. Kann ich schlagen? Nicht schlagen. Ich habe nichts davon gesehen. Das ist instinktiv. Ein Schalter wird gedrückt. Da sind wieder so Egel, aber die bleiben hängen. Oh. Hey. Oh, oh, okay, okay. Speedrun. Nicht laufen. Kann nur springen. Also. Ah, und das sind Speicherpunkte. Das heißt, Lampen sollte ich sogar anzünden. Sofern ich sie finde.
Wait a minute. Da geht's weiter und da geht's weiter. Achso, okay. Never mind. Nein! Okay, so geht das nicht. Verstehe. Ich brauche etwas, um das zu fixieren, hätte ich mal gerade gedacht. Oder probieren wir es nochmal. Moment. Ah, da ist nur eine Lampe. Muss wahrscheinlich rüberspringen. Oh. Kann ich das mitnehmen? Nochmal kurz die Steuerung checken. Renner, tatsächlich, X. Okay, das macht ja Sinn. Ja klar, und jetzt beim dritten Mal kommt das Tutorial, danke auch. Da ist eine Luke. Das? Ja klar, und ich soll da hoch. Rein in die Gefahr. Wenn ich eins gelernt habe vom Videospielen, dann ist es, dass ich mich fernhalten sollte von Zugscheinwerfern. Mal die Tür zu. Weil die Sounds sind echt nice. Oh, war das gut? Was habe ich denn jetzt erreicht? Ah, dass ich da durchgehen kann. Ein Aug. Hätte ich da durchlaufen müssen, weil eigentlich würde ich mich da umschauen.
Man kann nicht sonderlich viel damit machen, aber ich finde es allein witzig, dass man die Sachen überhaupt aufheben kann. Und dass sie nicht nur Deko sind. Was bringt mir der Ball? Gar nichts. Okay, ich meine, warum ich da durchkriechen kann, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Weil wenn ich den Strom ausschalte, kann ich ja eh unten gehen. Aber ich muss ihn nochmal ausschalten, weil ich muss durch den Raum durch. Lauf, Forest, lauf! Da passiert doch gleich irgendwas, oder? Steht da. Also es sind nur Augenwürfel, da steht gar nichts. Das heißt, dieses Auge würde ich jetzt mal interpretieren, irgendwie, irgendwas beobachtet mich oder so. Ja. Hä? Muss ihm. Im Schatten bleiben. Ah, das war nicht gut. Moment, da ist irgendwas drin. Ist das da aufmachen? Oder das aufmachen? Na, das kann ich nicht aufmachen. Das auch nicht. Hä, wie komme ich denn da hoch? Oder muss ich weitergehen? Nein, ich kann nicht weiter. Oder mit Anlauf. Aber es geht nicht.
irgendwas soll ich hier tun. Achso, da kann ich hoch. Auch nicht. Achso, kann ich da am Gitter hoch, klar. Ich würde aber versuchen, darüber zu springen, zu dem Ding da unten. Okay, Moment. Wenn ich da durch soll, was ist denn dann da oben noch? Ich weiß nicht, ob ich es rausfinden will, aber... Ich bin gerade ein bisschen neugierig. Tür geht nicht auf. Da ist aber ein Raum. Also ich weiß nicht, das schaut aus wie Kinderdapser. Wieso kann ich hierher? Und mal das anschauen. Oder muss ich drunter? Ja klar, jetzt hinterlasse ich selber diese Fußabdrücke. Möchte ich jetzt was einsammeln oder was? Auf jeden Fall war das irgendwie richtig. Die Vorherige habe ich leider nicht zerbrochen. Aber ich weiß nicht, was mir das gebracht hat. Oh. Lauter Babys. Mist, jetzt hätte ich unten gehen können, bin aber oben gegangen. Was wäre denn unten gewesen? Oh. Ich komme irgendwie hoch, weil da ist so eine Luke. Ach so, ich bin blöd. Da ist ja wieder was zum Klettern. Schade, jetzt weiß ich nicht, was unten gewesen wäre. Das ist vielleicht dieser Wiederspiel wert. Dass man genau das rausfindet.
Habe ich Hunger oder was? Ich verstehe nicht, was passiert. Mir essen. Spring, um zu begrüßen. Willst du es aufmachen? Nein. Oh, da ist ein Galgen. Frage, will ich das runterwerfen? Ich tue es einfach mal. Okay, der geht nicht. Das geht ganz schön weit runter. Okay, ja. Oh. Na gut, jetzt weiß ich zumindest. Ich war mir nicht sicher, ob ich mich anhalten muss die ganze Zeit, aber ja, muss man. Das stürzt doch safe ab, oder? Apex, hallo, servus. Ah, sorry, Apex. Wenn dann schon richtig. Ich kann rauf und runter. Aber kann ich überhaupt so weit springen? Probier's mal. Fuck. Und danke für den Follow. Ich habe die Alerts momentan aus, weil da so viele Spam-Bots unterwegs sind. Wo muss ich hin? Da war's. Und Traum ist auch da.
Ich weiß nicht, ob ich das wirklich runterwerfen soll, aber ich mache es halt einfach nochmal, einfach weil es kann. Naja, es soll ja keine Verpflichtung sein, ein Follow da zu lassen, sondern nur wenn du magst. Wenn dir mein Programm gefällt und zusagt und du meinst, dass du gerne wieder vorbeischauen möchtest. Weil das finde ich eigentlich irgendwie, weiß ich nicht. Es gibt manche Leute, die meinen, ich muss jemanden followen und dann erwarte ich auch, dass ich ein Refollow oder ein halt ebenfalls ein Follow da lassen soll. So sollte es auf So soll es auf keinen Fall sein. Es soll einfach sein, weil du möchtest. Es kommen aber noch weitere Retro-Streams. Und du kannst es ja als VOD anschauen. Und Monster Hunter habe ich tatsächlich nur einmal gezockt. Und für. Bitte keine Schläge. Nicht gut befunden. Ich komme mit der Steuerung nicht zurecht. Ich mag dieses, dass man diese ganzen Kombos sich merken soll, mag ich überhaupt nicht. Ich bin da, auch wenn es andere langweilig finden, eher der Typ, der gern Button masht. Und wenn ich da jetzt, weiß nicht, drei, vier verschiedene Kombos merken soll, damit ich irgendwie Monster erlege. Das entspricht nicht meinem Spielstil. Ansonsten würde ich es gern zocken. Aber das alleine ruiniert mir halt schon das Spiel an sich und ja. Aber gibt da genug anderes, was ich zocken kann. Und ja, die Retro-Spiele. Morgen kommt Super Mario World. Super Mario Bros. 3. Aber ich weiß nicht, die anderen zwei, den ersten und zweiten, den habe ich gestern und vorgestern zockt. Ah, sei nicht so dumm, hey. Habe ich am Stück durchgezockt und das wollte ich, meine ich, auch für den dritten vornehmen, aber ich glaube, der dritte ist zu lange, dass ich den am Stück zock. Ich werde es auf jeden Fall mal probieren. Und wenn nicht, dann ja, halt auf zwei oder drei Teile. So, was ist das jetzt? Guckst du? Und wofür ist das gut? Hä? Ja, das war mitunter ein Grund, warum ich ein bisschen abgeschreckt wurde, weil halt wirklich sehr viel Textboxen zu lesen sind und weiß nicht, mich kennt das nicht auf, mich schreckt das hier ab. Geh, was soll ich denn hier machen? Und nicht spoilern, bitte. Ich will es selber rausfinden, aber. Wieso mache ich die Lampe oben an, was so eine Art Checkpoint ist, wenn ich wieder von da beginnen muss? Das verstehe ich nicht. Brauche mir wieder fleißig am Sperren. Ja, die ganzen Bots sind echt. Ich lasse den jetzt mal. Scheiß drauf. Weiß nicht, wofür ich den brauche. Was zockst denn du so, Apex? Also Monster Hunter nehme ich mal an. Wahnsinn, was da für Leute gesperrt werden. So viel. Also Leute ist gut. Das sind ja keine Leute.
Ah, shit. So mal logisch denken. Wenn ich das Ding nach oben hole, hier brauche ich es ja nicht, weil hier komme ich ja so auch hin. Da links sehe ich gerade eine... Moment. Sehe ich gerade eine Leiter? Was bringt mir die Leiter? Außer gar nichts. Ich kann das Ding nur nach oben holen. Also aktivieren muss ich es auf jeden Fall. Und ich schätze mal, ich muss es vielleicht ein Stück weit herholen. Dann darüber springen. Ah, okay. Ich muss auf die andere Seite. Aber fuck, ich kann doch nie und nimmer so weit springen. Ich schätze mal, ich muss das irgendwie zum Pendeln bringen. Was? 10 Tage dabei und 500 Follower? Achso. Nein! Nicht runterspringen. Oh, Witch auch. Okay. Also im Prinzip eigentlich eh irgendwie auch das, was die Mel spielt, abgesehen vom Monster Hunter, aber Witcher, WoW lese ich da. Abgesehen von WoW haben wir eigentlich hier so ziemlich den gleichen Geschmack. Ah, jetzt, okay, ich check's jetzt. So, und jetzt muss ich das rüber. Und schnell sein. Wow. Okay. Und jetzt darüber jumpen. Wie gesagt, also wenn du willst, kannst du ja bei mir die Retro Games nachholen, was dich das interessiert. Ich werde die ganze Mario-Reihe einfach durchzocken, also Super Mario Bros. 3 kommt wie gesagt morgen und vielleicht dann übermorgen. Super Mario World und die Lost Levels. Da muss ich wahrscheinlich hoch. Na, hä? Aha. Lass das Zeug draußen. Scheiße. Shit, wie... Ach so, na, das muss ich sogar raus, damit ich von da darüber komme. Also die Stimmung in dem Spiel ist echt geil. Checkpoint! Und da sehe ich gerade wen. Komm raus, mein Freund. Hä? Ja, na also du hast das vorher irgendwie so formuliert, dass also ich hatte den Eindruck, dass du mir followst, weil du halt auch mehr followst und ich hier follow und weiß nicht, dass irgendwie so ein gegenseitiges Follow-Gedings wird und da habe ich erst vor kurzem auch zu Schnupsel gemeint,
das, was sie geschrieben hat, muss unterstützen. Und ich finde, es soll kein Muss sein, sondern es soll einfach ein Ich möchte gern unterstützen. Und jetzt haben wir gedacht, das ist bei dir auch so. Und dann habe ich halt das Bedürfnis verspürt, das aufzuklären. Aber wenn es eh gerne ist, dann ist alles in Ordnung. Gut, ich schätze mal, das Ding wird einfach jetzt runtergeschubst. Und ich soll mich aufhängen oder was? Anhänger, nicht aufhängen. Ah, okay, na dann passt. All-Stars Collection für NES ist gerade dran bei dir. Genau. Nein, nicht NES, für SNES. Wieso die erste All-Stars? Was gibt's noch für All-Stars? Ich kenne nur die eine All-Stars. Habe ich irgendwas verpasst? Wieso bin ich jetzt da wieder? Oh oh. Oh oh. Sind wieder diese komischen Viecher da. Wie bescheuert, einfach nur runterzuspringen. Dark Souls lässt grüßen. Oh, aber wenigstens ist der Fortschritt gespeichert. Jetzt weiß ich auch, warum ich die Möglichkeit habe, wieder zurückzulaufen, weil ich das offensichtlich auch mal machen muss. So, ich werfe den jetzt doch nochmal runter, weil ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass das sein muss. Oh. Dieser Suchscheinwerfer wieder. Oh, was ist das? Ah! Hilfe! So, ich muss mich da verstecken. Und da im Schatten laufen. Ah, schneller, schneller, schneller. Das ist schon gut gemacht. Ah, shit. Nein! Tot. Ah, ja, stimmt. Ja, stimmt. Da gab es ja die. Ja, gut, ich habe keine Switch. Von daher. Allein fürs Mario. Weil ich gerade lese Galaxy Quatsch. Na, alleine für Mario Odyssey würde ich mal eigentlich gerne eine Switch besorgen, weil mich das Spiel unheimlich reizt, aber umgekehrt. Für ein Spiel, eine Konsole. Eigentlich habe ich den Konsolen losgesagt. Galaxy 1 und 2 habe ich übrigens auch gezockt. Und die VODs lade ich in der Regel bei YouTube hoch. Das heißt, dort ist etwaiger Content, der auf Twitch nicht mehr auffindbar ist. So. Mit Rufzeichen YouTube gibt es dann den Link, beziehungsweise mein Bot blendet den eh auch immer wieder ein. Oh, Scheiße. Das war jetzt nicht so klug. Da muss man sich beeilen. Wer weiß denn das? Es gibt ja auch die Switch Lite, ist ja wenigstens, oder wie auch immer die heißt, die
wenn man die Kontrolle halt nicht abnehmen kann, die würde vom Geld her halt als Alternative in Ordnung sein, aber nö. Dann habe ich halt kein Odyssey. Ich hätte auch eigentlich gern Breath of the Wild gespielt, aber das Spiel ist irgendwie so in die Länge gezogen. Ah, da hoch. Schnell! Und es gibt eh genug andere Spiele, die ich auch zock. Und da ist es schon nicht so schlimm. Checkpoint, würde ich sagen. Hau mit da aus, immer die gleichen Jokes raus, den hattest du schon. Ich glaube 2 und 8 hattest du schon. Ach so, warte mal, da kann man ja reinschauen. Ey, bleib stehen. Was jetzt? Ducken oder was? Ah, vielleicht muss ich oben. Wenn ich, dass ich Sessel schieben kann, das. Da ist eine Lampe oben. Irgendwie habe ich das Gefühl, solche Räume sind optional. Obala. Kann ich die mitnehmen? Ah, die kann ich mitnehmen. Okay. Hier war trotzdem nichts. Aber mit der kannst du nicht noch mehr. Ja, ich habe keinen Fernseher. Ich habe sowieso keinen Fernseher, von daher wäre das hinfällig. Aber auch kein Fernseher. Also, oh ja, Fernsehanschluss habe ich sogar, aber nachdem ich keinen Fernseher habe, nutze ich den noch nicht. Da oben an der Decke kann man, glaube ich, gehen. Aber der Stuhl scheint hier irgendwie fehlplatziert zu sein. Ich kann sogar so hochklettern. Okay, whatever. Ich meine, ich hatte schon früher einen Fernseher, aber irgendwann einmal war der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir denke, da spielt einfach nur so viel Müll im Fernsehen und alle 15 Minuten Werbung brauche ich keinen Fernseher mehr, weil ich eh ständig am Werbung schauen bin. Erzähl mir nicht, dass der sich da nicht aufs Rad von der Tür anhängen kann. Okay, es geht nicht. Na, morgen werde ich voraussichtlich mit das Kohle Satisfactory neu beginnen. Aber vorher kommt, wie gesagt, Super Mario Bros. 3.
Und eigentlich wollte ich ja auch die Rom-Hex, also nicht Rom-Hex, die Hex mal probieren, die SMW-Hex. Und irgendwann einmal habe ich mal einen runtergeladen gehabt, wo ich mir gedacht habe, schaust du mal, vielleicht kann da was. Ja, brauche ich nicht sagen, also ich bin überhaupt nicht zurechtgekommen mit dem Hack. Darum habe ich es dann wieder sein lassen. Und es ist für mich sogar so schwer genug, das Spiel nach all den Jahren einmal wieder so zu zocken. Hä, es geht sich ja nie und nimmer aus, oder? Oder muss ich. Fuck. Das ist ein Ball. Ah, da hoch. Da kann man ja, genau, da hoch. Das heißt, du hast auch nur den Fernseher zum Zocken oder wie? Okay, Schlüssel. Ich räume da mal ein bisschen auf. Weg damit. Wofür brauche ich einen Schlüssel? So, ist der Koffer zum Aufsperren? Warte mal. Da ist doch safe irgendwas dahinter. Ah, da ist was dahinter. Und da. Alles klar. Rein damit, du Lümmel. Ja, vor allem das Super Mario Bros. Das hat mir schon ganz schön Nerven gekostet. Ab der Welt 7 war das schon ganz knifflig. Kann ich mit dem was machen? Okay. Ohne Worte. Alles klar. Ja gut, da macht wiederum schon. Halt der A, um ein getragenes Objekt zu werfen. Ja, habe ich doch. Ich hab's doch geworfen. Und? Wo soll ich denn hinwerfen? Und wieso diesen bescheuerten Affen überhaupt? Hast du mal Hex probiert? SMW-Hex? Also, Moment. Ich muss wahrscheinlich den Knopf da drücken, aber wie zur Hölle? Okay. Ich bin blöd, da stand halte A. Ich habe nur A gedrückt. Also nicht nur die Atmosphäre, sondern auch die Sounds in dem Spiel sind echt nice.
Ich kann da hochklettern. Okay, das muss ich da links? Ach, rechts? Und wie stehe ich gerade auf der Leitung? Habe ja auch jetzt den zweiten Teil, weil ich mir schon gedacht habe, dass mir das Spiel an sich gefallen wird. Moment. Ist das nicht eine Schiebetür? Also. Na, geh runter da. Ich sehe ja da oben leider halt nicht, ob es da irgendwie weitergeht. Das ist. Und mein Char springt halt immer von da weg. Ach so, muss ich den Hosch wieder mitnehmen? Ah, da ist der Knopf, ich bin blöd. Hier mal über Entdeckung. Lauf, Forrest, lauf. Was jetzt? Ah, Hunger. Wir haben Hunger schon wieder. So, wenn wir Hunger haben, dann wird es gleich irgendwie die Stelle geben, mit der wir wieder mit irgendeiner Figur interagieren können. Ja, du armer kleiner Knilch. Da ist Fleisch. Und jetzt werden wir gefangen. Wetten? Ist doch safe eine Falle. Lauf! Lauf, du kleiner Idiot! Gut, da muss man auch kein Genie sein. Steh auf! Eigentlich hätte ich wohl das Licht abdrehen müssen, um für die richtige Atmosphäre. So,
So hänge er sich an oder sie. Okay, ja. Ich habe eh kurz gependelt, weil ich mir sowas gedacht habe, aber halt zu wenig. Ja, Tutorial. Ist mir mal ein Stück zu langsam, kommt gleich das Tutorial zur Hilfe. Moment. Kann ich hier hochklettern? Wieso ist denn da oben offen eigentlich? Ja, ich weiß schon. Alle, ja. Oh, eine Guillotine. Wir haben Kontakt. Und das ist auch irgendwie ganz gut gemacht, weil der Controller vibriert. Kann ich da durch? Hä? Was ist denn das für ein Sinn? Geh wieder zurück. Oh, fuck. Lass mich gehen. Naja. Ich bin aber eh so langsam gegangen. Aber scheinbar immer noch zu schnell. Finger weg. Moment. Ich soll doch safe da hoch, oder? Bin mir da gerade nicht so sicher. Oh ja. Warum ducke ich mich eigentlich? Ist doch wurscht. Das Viech ist eh blind. Nein! Nein! Lass das. Gehen Sie weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Oh. Wieder hoch. Achso, ich kann auch schleichen.
Nein! Okay, ich kann da nicht hoch. Na gut, dann weiß ich das auch. Einfach nur schön vorsichtig gehen, ganz langsam. Nicht so lang langsam gehen, dass ich überhaupt kein Geräusch mache. Na, da kriegt es auf jeden Fall mit. Ich könnte auch einfach versuchen durchzulaufen. Nein, da war nichts. Okay. Versuch Nummer 3798. Aber es macht schon Sinn, mich im Käfig drin zu verstecken. Ich meine, jetzt machen die Bretter Geräusche und das ist dem Viech egal. Ja, da ist nichts, da ist nichts. Mach ruhig weiter. Achso, ich kann ja auch hoch. Ganz vergessen, dass ich springen kann. Ah, da ist die Luke. Wenn ich jetzt springe, muss ich glaube ich laufen. Hier wieder zurückkehrst. Genau. Lauf! Lauf! Was ist das? Nein! Okay. Stress pur. Das war aber schon ganz gut gemacht.
Was tue ich mit den Schuhen? Sind das Schuhe oder was? Oh, oh, oh. Rauf da! Lauf, 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 lauf. So, da komme ich ja nirgends weiter. Ach Gott. Wie soll ich denn das schaffen? Naja. Ich würde es mal versuchen. Schnell! Okay. Easy. Überhaupt kein Problem. Wir sinken da. Lauter Ratten. Ach du Kacke. Ah, duck dich. Und hoch. Und fuck. Scheiße. Ich glaube, ich muss da runter. Da wird mich am Gitter finden, oder? Ich glaube, ich muss in die Kiste rein. Also ich würde zumindest in die Kiste rein. Ist aber vielleicht auch nur eine Option. What the hell? Okay, aber das heißt wohl, ich sollte wirklich in die Kiste rein. Weil am Gitter falle ich runter. Und dann hat er mich. Da. Komm, Johnny. Was soll das überhaupt für ein Typ sein? Ist irgendwie ein Gnome oder? Was soll die Geschichte zu dem Ding sein? Okay, Luft ist glaube ich rein. Ich werde wieder nach oben müssen. Oder auch nicht.
Da ist so dunkel. Aber das ist doch ein loses Brett da, oder nicht? Bitte springen Sie oder? Hallo? Ah, okay. Dann ist wieder so eine komische Puppe, die man zerbrechen kann. Da ist auch eine. Aber wenn ich die zerbreche, dann wird er ja safe auf mich aufmerksam. Oder auch nicht? Geht's hier weiter? Oder muss ich da zurück? Was macht denn der eigentlich mit dem Affen? Der spielt sich mit dem, oder? Da rennt er immer hin und her. Aber da muss doch irgendwie nach oben gehen, oder nicht? Geht's nicht hoch? Geht's irgendwie auch nicht hoch? Da hinten war ein Spalt. Vielleicht kann ich durch den Spalt durch. Ah, da, ja, klar. Okay, natürlich nicht jetzt, wo er gerade zurückkommt. Oder doch? Könnte man vorstellen, dass ich rüberrennen muss, damit er dahin gelockt wird. Und dann renne ich schnell zurück und gehe da hoch. Aber wie es dann weitergeht, also da muss ich sicherlich hochklettern. Ja, jetzt kommt er wieder retour. So, und ich laufe da schnell zurück. Bleibt natürlich noch hängen. Nehmen wir und
Ja, schau nach. Natürlich. Aber du kommst da nicht hoch. Hier ist es zu ruhig. Oh mein Gott. Lauf, Forrest, lauf! Oh, Scheiße. Nur Schuhe. Geht durch. Jetzt? Ah. Ist doch ein Loch, oder nicht? Kommt denn da immer daher, der Langaffe? Okay, da brauche ich eine Kurve. Was zur Hölle? Hört mich nur, aber weiß sofort, wo ich bin. Muss wohl am Teppich bleiben. Ja, wenn ich jetzt was runterwerf, dann bin ich geäfft. Aber den Affen an sich kann ich nutzen als Ablenkung. Weiß noch nicht ganz. Oh ja. Okay. Such das Affe, such das Affe.
diese ganzen Dosen hier. Da ist die Kurve. Jetzt geht wahrscheinlich der Fernseher an, wenn er schon da steht. Oder ich kann als Ablenkung. Hä? Nimm ich das Zeug? Okay. Ah, muss ich den Fernseher anmachen, damit die Tür ausgeht. Ah, aufgeht. Nope. Muss ich irgendwas runterschmeißen? Das wahrscheinlich. Hä, wie komme ich denn da wieder retour? Da ist ein Stuhl. Jetzt sehe ich wenigstens ein bisschen was. Mal werfen kann ich das Ding irgendwie nicht. Da oben? Auch nicht. Aber da kann ich hoch. Ich sehe nicht immer gescheit. Oh ja, das ist eine Spieluhr. Und wie zur Hölle komme ich da rein? Außer gar nicht. Also jetzt liegt die Kurve genau bei dem Typen. Nein! Okay, aber so geht's. Also den Fernseher aktivieren, die Kurve irgendwo bei der Tür hinlegen und dann rauszischen, würde ich sagen. Wir werden es gleich sehen.
Da die Kurbel schon mal deponieren. Hoppala. Ich muss jetzt durchrennen. Natürlich. Nein, schwing zurück. Oh, rein da. Ich würde sagen, da verbrenne ich, oder? Okay. Eieieiei. Veränderte Finger nicht, Kollege. Ich muss da durch.
Ja, zweimal dieselbe Stelle abgetastet. Jetzt haben wir gedacht, ich kann deshalb durch. Weil er halt nicht weggeht von dort. Oh. Okay. Geh weg mit deinen Griffel. Entweder muss ich drüber springen oder unten durch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Springen. Weiß nicht, könnte es auch sein. Ich probiere es mit Springen. Ja, ich weiß nicht, kann ich seine Finger verbrennen? Ich glaube irgendwie nicht. Aber ich bin mir gerade. Okay, drüber springen. Da kommen ja safe wieder solche Löcher. Oh oh, oh oh. Nein, er ist. Wow, wow, wow. Oh. Ich hätte an das Gitter müssen. Da. Am besten einen Nagel durch die Hand hauen. Okay, ich muss ausweichen. Jetzt check es. Muss ich öffnen. Jetzt kommt er mit dem Griffel wieder darüber. Und da muss ich die Luke öffnen. Oder auch nicht. Hä? What the fuck? Oder kann ich da höher? Oder muss ich das Ding schieben, ziehen, irgendwas? Einfach nur da durch. Oh. Also ich hätte mal gedacht, dass ich da in die Luke rein muss. Also Luke ist gut, die ist ja nicht einmal offen. Aber dass ich sie halt öffnen muss. Aber ich kann mich nicht anhängen. Ja, was soll ich machen? Was soll ich tun, Chat? Traumi, Apex, irgendwer. Kann ich da hoch? Auch nicht. Ja, jetzt kommt. Nein! Am besten wäre ja, wenn ich das Gitter einfach wegziehen könnte und dann hätte er keine Arme mehr. Also außer blöd links und rechts laufen, habe ich gerade keine Idee. Oder soll ich wirklich dahin? Ja, okay. War irgendwie absehbar.
Muss ich da das Rohr hoch? Kann ich auch nicht. Nein, jetzt. Verdammt, bleib oben. Oder. Ah, jetzt eigentlich hin. Es hat schon was mit der Luke zu tun. Vielleicht muss ich einfach von der anderen Seite kommen. Also nicht von der. Von der erhöhten Position, sondern von der niedrigen. Geht auch nicht. Also so ist es nervig, wenn die Lösung nicht offensichtlich ist. Oder von mir aus kann man ja ein bisschen herumsuchen. Aber das ist halt schon. Too much. Doch irgendwas beim Gitter da machen bei ihm? Geh weg mit deinem Griffel. Ja, fuck it. Okay, das ist mir heute irgendwie zu blöd. Wir machen zurück zum Desktop. Kann ja beim nächsten Mal da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Ja gut, dann ja, sind eh schon fast 2 Stunden, ist eh egal. Dann würde ich an der Stelle jetzt mal Schluss machen. Wie gesagt, morgen SMB 3 und später dann Satisfactory wieder. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.